Willkommen zurück zu Walter Warships. Diesmal wieder in der Hindenburg. Ich habe ja gesagt, dass ich öfters mit dem Schiff spielen werde, einfach weil... Ist halt so. Hat keine Gründe, ist halt so. Die Frage ist jetzt, mein Team ist gerade unschlüssig, wo die hinwollen. Entweder A, B oder B, C. Das ist halt jetzt die Frage. Ich muss ehrlich sagen, es ist mir eigentlich relativ egal. Solange ich Leute anzünden kann, ist alles toll. Der müsste gleich in Reichweite sein. Natürlich ist er jetzt weg. Nein, jetzt ist er wieder da. Genau, da ist er. Tippets, alles klar. Du willst jetzt brennen. Und dann wieder löschen. Und dann will ich dich wieder anzünden. Und dann brennst du die ganze Zeit. Das finde ich toll. Lösch das jetzt mal direkt, bitte. Danke. Wenn ich überhaupt treffe, treffe ich. Nur den Arsch. Verdammt. Okay. Okay, ich bin noch nicht detected. Das ist gut. Das ist jetzt immer die Sache. Ich will jemanden anzünden. Los! Brenn! Du sollst brennen, Junge! Brenn! Das ist auch ein viel schöneres Ziel. Guck dir das an, wie schön dick. Und... Oh, er brennt. Jetzt fahre ich hier etwas in der scheiß Misslinienlage. Denn ich verliere die Chance, auf ihn zu schießen. Und schon habe ich die Wand getroffen. Scheiße. Ja, die Insel. Aber der löscht das nicht, ne? Ja, er ist Stufe 10. Er denkt sich so, dieses kleine Feuer sollte mich nicht zwingend nerven. Also lasse ich es einfach mal gezwungenermaßen brennen. Das finde ich gut. Dann lässt das mal brennen, Mann. Vielleicht zünde ich dich ja nochmal an. Wer weiß das schon. Ich gehe jetzt mal rechts so lang, weil ich habe das Gefühl, dass die alle nach A, B sehen, moven. Also die Feinde. Nicht wir. So, jetzt muss ich wieder treffen, ne? Ja, jetzt treffe ich wieder. Okay. Ja, sowas ist zwar assig, was ich mache, aber was soll ich machen? Wenn ich jetzt hier reinrenne und übelst fett ja, auf Fresse bekomme, ist es halt auch... Ja. Dumm. Deshalb mache ich das so irgendwie, ja. Grundsätzlich nicht. Außer manchmal. Wenn ich eine Folge haben will, die übelst... Krass ist, wo ich nur reinrenne und Torpedos benutze, weil das Schiff hat ja Torpedos. 8 Stück auf jeder Seite und die sind echt gut sogar. Deshalb möchte man einfach mal reinfahren und, naja, sie auch verwenden. Ne? Und der Junge hat sich jetzt gelöscht, scheiße. Genau jetzt, wo ich ihn nicht mehr sehen kann, das ist toll, danke. Wir haben auch einen Stufe 8er Flugzeugträger hier im Game, also sollte meine AA relativ... Ich weiß ja nicht. Gut, ist halt ein Flugzeugträger, ne? Ich weiß halt nicht, was der... Vielleicht kommt er mit allen seinen Staffeln auf mich zu und will mich halt zerstören. Das wäre in dem Fall dann sehr unpraktisch. Okay, da ist eine Sau. Die Sau hat Torpedos, aber nur am Arsch. Das ist gut. Der kann sich nicht nach vorne schießen. Das ist mein Vorteil in dieser Situation. Er will höchstwahrscheinlich die Mitsui torpedieren. Das würde ich mich auch machen an seiner Stelle. Einfach weil, hey... Dann hat man schon das Glück, dass ein... Naja, ich sollte mal auf AP wechseln, ich Idiot. Nee, so wie der jetzt gerade fährt, betreffe ich den eh nicht, den Junge. Warte mal. Ne, ich krieg nur Abpraller. A10 Abpraller. Toll, super. Scheiße, jetzt wäre AP gut gewesen. Verdammt. Oh, ist das so. Achtung, Junge, da sind Torpedos. Okay, da ist niemand. Also niemand, der jetzt reinfahren würde. Zugeben, meine Torpedos waren gerade richtig scheiße gesetzt. Ich hätte mich nicht damit gerechnet, dass er so schnell da wegkommt und dann noch so krass reindreht. Aber er brennt wieder, das finde ich gut. Ah,
Der Zipfel ist immer so eine Geschichte, der hat auch Torpedos. Warte. Die Seite ist noch frisch, das ist gut. Oh Mann, Junge. Ich habe das Feuer vorher gesehen, deshalb habe ich repariert. Weil ich weiß nicht, ob ich so dumm bin und seine Torpedos reinfahre. Deshalb lasse ich das jetzt einfach mal brennen. Aber er brennt auch schön, seht ihr? Weil ich nicht dumm bin und ich natürlich, ne, logischerweise hier... Ach, er hat es gerade doch gelöscht, also. Dein Ernst? Als ob ich da reinfahren würde. Ich habe Angst, dass seine Torpedos... Ach Quatsch, seine Torpedos, seine Schüsse... meine Torpedowerfer schrotten. Das kann mich ganz gerne mal passieren. Ja, schon ein Torpedowerfer ausgefallen. Ist nicht mein Kill. Das ist mir aber scheißegal gerade. Denn es geht hier nur darum, dass wir gewinnen. Okay, eigentlich nicht. Einfach, dass man Spaß hat, aber hey. Okay. Gut, da hinten lauert schon ein großer Kurfürst. Und wenn ich den... Warte, hätten die Torpedos getroffen? Ja. Hätten sie auf jeden Fall. Aber er ist ja vorher gestorben, leider. Okay, der große Kurfürst weiß... Scheiße, er weiß, dass ich hier bin. Okay. Panik. Scheiße. Ach du Scheiße, allein wie die Artillerie mich gerade gefickt hat, ey, unglaublich. Fernkampf ist immer noch am besten. Scheiße, das ist auch noch so cool. Was willst du mich? Ach man, scheiße. Ich bin total im Arsch. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Natürlich will der kleine verfickte Zerstörer mir jetzt auf den Sack gehen. Ja. Komm, Junge. Geh mir nicht auf den Sack. Nein. Nee. Alter, Junge. Nerv nicht. Nein. Kannst vergessen. Ich bin weg. Tschüss. Ach, daneben. Hart am Limit. Ich lebe aber noch. Alles okay. Ich bin noch nicht versenkt worden. Noch nicht, keine Hipper. Bitte nicht. Okay, ich bin noch entdeckt. Scheiße. Meine Flugabwehr schießt zwar gut Flugzeuge weg, aber... Das heißt ja nichts. Oh, komm mal, der will wahrscheinlich Stress haben.
Los, knall ihn weg. Der ist viel schlimmer als der andere. Ja, genau. Nein. Nee, nee. Ja, Flugabwehr versuchen. Aha. Schon 24 Flugzeuge weggeschossen. Ich kann mich reparieren. Das letzte Mal allerdings. Das heißt, ich werde gleich höchstwahrscheinlich gefickt sein. Oh, ich bin gefickt. Und er geht gar nicht auf mich. Sieht er mich überhaupt? Seine Türme drin sicher? Er sieht mich. Nein, er... Hä? Was macht denn der? Feuer. Du willst Feuer, ich weiß es. Du brennst jetzt auch sofort. Das finde ich gut, danke. Das ist sehr freundlich von dir. Ich habe auch erobert, also... Das ist mein taktisches Match, sage ich mal. Ach, wen haben wir denn da? Den kleinen Flugzeugträger, oder? Das ist doch super. Das Gefecht dauert sogar noch eine längere Zeit. Ich bin auch gerade undetected. Das finde ich super. Ich finde sehr vieles gerade super. Ich weiß aber gerade nicht, wo der alle Typ hin will. Okay. Ich bleibe jetzt einfach hinter der Insel und schieße den kleinen scheiß Flugzeugträger ab, ey. Da ging mir die ganze Runde schon so krass auf den Sack, ey. Jetzt verschwindet der natürlich wieder hinter der Insel. Und das sogar... Oh, Alter, wie schnell ist denn der? So, und ich knutsche jetzt mal wieder die schöne Inselkante hier. Oder ich gehe mit einem leichten Schleicher ganz langsam dran vorbei. Wen zielt denn der, Junge? Er zielt auf mich. Ja, wirst du aber wenig Glück haben, Mann. Weil ich gehe aus Prinzip jetzt nicht raus. Aha. Er wollte es unbedingt, ne? Er hat die ganze Zeit nur auf mich geachtet, was verdammt dumm war, weil er hätte locker auf die Hindenburg-Ritter vorschießen können, aber naja. Ist das Squid? Ja, das ist Squid. Alles klar. Hier ist eben noch ein Zerstörer. Der wird jetzt höchstwahrscheinlich unseren Flugzeugträger wegballern. Das ist sogar der Kiev, den ich vorhin töten wollte, Mann. Gut, vom Schaden jetzt nicht die pringelndste Runde, aber ich fand sie trotzdem witzig. Besonders als ich hier an dieser Kante fast verreckt bin, weil ich ein bisschen reingewascht bin. Ja, so schnell kann es gehen. Ich würde mich sehr gefallen. Ich glaube, ich mache jetzt mal... Ja, ich mache jetzt einfach reinrennen. Ich will jetzt noch ein bisschen Torpedo hier. Unsere Montana schießt mit AP. Mit HE. Ich glaube, mit AP da wäre die Missouri vielleicht schon tot. Ich glaube, ich meine, ich kann die Missouri durchschlagen mit meinen P-Granaten. Deshalb, ja. Guck ich mal, ne? Also die Artillerie von der Hindenburg finde ich echt gut. Für einen Kreuzer auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Okay, der Junge fährt weg von uns. Die Seite da zeigen tut er auch nicht wirklich.
Okay, ich hab mir beschlossen, ich will doch nicht sterben. Habe ich keinen Bock drauf. Den Jungen würde ich noch gerne töten. Leute, er geht sogar nicht auf mich. Wieso das denn? Hä? Was ist los? Er hat einfach mal einen. Alles klar! Fickt einfach einen Turm von mir! Nee, der ist tot. Okay, ich habe einen Turm verloren. Das ist unpraktisch. Aber ich lebe. Ich glaube, ich kriege auch Dreadnought. Gut, ich habe ja einen Turm verloren, aber erst jetzt am Ende. Deshalb ist es jetzt nicht so schlimm. Lexington hat sehr wenig Leben. Und vielleicht könnte ich es schaffen. Ach, die Runde ist zu Ende. Alles klar. Ja, wir haben schadenmäßig schon, ja, waren wir da gut dabei. Wir haben sehr viele Flugzeuge zerstört. Das ist, ich glaube, der hatte auch keine mehr am Ende, ne? Der Flugzeugträger. Sind auch zweiter Platz. Der Junge hat Vernichter und Brandstifter, krass. Wir haben auch 4 Kills gemacht, der Junge. Der hätte sogar, ach Quatsch, melden, wollte ich gar nicht. Okay. Wie viel Stuff habe ich so bekommen? Wie viel Schaden mit Feuer habe ich gemacht? 46.000 hätte ich auch fast vernichtet, aber schade. Wir haben auf jeden Fall gut Geld mit nach Hause genommen. Das ist doch toll. Das freue ich mich. Haben auch sehr viel XP gemacht. Also an sich eine sehr gute Runde. Und wir haben auch ein Cap eingenommen. Ich glaube, wir haben auch mit Cap gewonnen, ne? Ja. Ich dachte gerade, die Zeit wäre vorbei, aber nein. Okay, gut. Dann war es das jetzt erstmal von hier. Ich überlege, ob ich noch mal eine Runde aufnehme mit Hindenburg. Einfach weil ich Lust habe. Keine Ahnung wieso. Ich habe Lust drauf. Und dann war es das auch schon für diese Folge. Verdienen Sie 330.000 EP nach der Anwendung der Modifikation. Okay. Ach lol, sowas ist das. Ich dachte, ich brauche voll ewig für diese Mission. Lol. Ich überlege, dass manche Leute schon das alles auf... Die schon längst den Captain da haben von den Japanern, ne? Der mit dem, ja, keine Ahnung, Menschen wissen, glaube ich, was ich meine. Wo die Schüsse so rötlich sind und so, dann frage ich mich gerade, ey, wie lange ich hier eigentlich für brauche, weil, naja. Habe ich eigentlich viele Flugzeuge abgeschossen? Alter, ich habe 24 und die Lexington hat auch 28. Ja, wundert es mich nicht, dass er keine Flugzeuge mehr hat und die hatten, ja, relativ wenig. Okay. Gut, dann war's das von mir. Es war auf jeden Fall witzig. Hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns beim nächsten im Gefecht wieder mit einem Schiff. Ich werde wahrscheinlich noch was mit Friedrich der Große hochladen. Habe ich auch schon das Schiff. Das heißt auch schon, ich werde jetzt auch den großen Kürfels endlich mal freischalten irgendwann mal in den nächsten Jahren. wenn ich mit dem Friedrich der Große spiele, weil ich kann mit dem nicht. Ich kann mit der Bismarck gut spielen. Aber mit der Friedrich der Große kann ich nicht gut spielen, was an sich irgendwie komisch ist, weil es eigentlich fast die gleichen Schiffe sind. Nur halt die Friedrich der Große ist halt etwas, ja, größer. Und hat meiner Meinung nach auch schlechtere Panzerung, weil, ja, wenn ich mit einer Bismarck irgendwie die Breitseite zeige, kriege ich gefühlt weniger Schaden, als wenn ich das mit einem Friedrich der Große machen würde. Aber gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.